Ja, das war gerade nicht abgesprochen, aber die Leute strömen tatsächlich. Da vorne strömt schon wieder einer. Herzlich willkommen. Der Tag heute gilt zu einem Großteil tatsächlich meinem Kollegen Rico Albrecht. Und ich bin sehr stolz, dass wir den jungen Mann, kann man schon bald gar nicht mehr sagen, er sieht nur so jung aus. Und das war ganz interessant. Vielleicht erzähle ich mal ganz kurz, wie wir uns kennenlernten. Das war eigentlich erst richtig in Kanada. Tatsächlich. Rico machte eine Seminarreise mit uns in Kanada. Da haben wir uns kennengelernt und mir ist ja aufgefallen, durch seine massive Zurückhaltung und dann durch seine ganz exzellenten Fragen, die er immer wieder stellte. Bis ich dann feststellte, der Mann steckt so tief im Thema. Und das war für mich natürlich gewaltig, mich an so einen Mann zu wenden, weil der kann unsere Wissensmanufaktur nur aufwerten. Mittlerweile bin ich froh, dass mich noch einige kennen, denn er ist voll dabei mittlerweile. Und ich freue mich sehr darüber, dass er heute hier ist. Rico ist ein wunderbarer Analytiker. Und wir unterscheiden uns beide sehr. Ich bin der ruhige Part. Sie lachen an der falschen Stelle jetzt. Und nein, ich bin eben halt der mehr Kommunikator. Ich bin auch derjenige, der viel mehr springt in den Themen, bringt damit eine bestimmte Interessanz in die Themen rein. Wenn es aber um eine sachliche Argumentation geht, der analytischen Abarbeitung, ohne dass es langweilig wird, ist Rico genau der Mann, mit dem es sich lohnt, auseinanderzusetzen. Also Filme im Nachhinein anzusehen, finde ich immer wunderbar, weil ich neige zum Beispiel dazu, wenn ich in irgendeinem Thema bin, plötzlich mal wieder abzuschweifen. Wie auch jetzt. Alles, was ich jetzt sage, habe ich nicht geprüft und nicht geübt oder nicht gedacht, dass ich das mache. Ich fange immer einfach irgendwie an. Ich weiß auch nie genau, was ich sagen werde, weil die Zeit ist einfach immer zu kurz. Das weiß ich auch. Also nehme ich mir deshalb am besten gar nichts vor. Dann brauche ich keine Angst haben, wenn ich vorzeitig abbreche. Ich mache die erste Stunde hier heute mit Ihnen. Und wir haben uns gestern noch, wir sind ja hier hochkarätig besetzt, Herr Professor Vogt an der Kamera, mehr geht ja nun gar nicht, ist ja wunderbar. Wir haben gestern noch gemeinsam unseren Tag verbracht in Mannheim, in Frankenthal. Für die Frankenthaler bitte ich jetzt um Nachsicht. Also, also Mannheim ist ja auch ein Vorort von Frankenthal, insofern war ich ja schon relativ nah dran. Ganz kurz noch vorweg, bitte vergessen Sie nicht, nach den Vorträgen die Handys wieder anzuschalten, weil das ist immer blöd, wenn man das dann anschließend wieder vergisst. Kennen Sie den Begriff Voluntarismus? Haben Sie das schon mal gehört? Mit V. Voluntarismus. Ein hochspannender Thema. Ein hochspannendes Thema. Hat nichts mit Volontär zu tun. Voluntarismus ist eine völlige Staatslosigkeit, eine völlige Freiheit. Und ich bin vor nicht allzu langer Zeit mit jungen Menschen zusammengekommen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Es hat mich sehr berührt. Ich bin zwar nicht mit ihnen einer Meinung, aber das spielt überhaupt keine Rolle. Ich finde es auf jeden Fall gewaltig, was sie machen. Die spielen Gedankenspiele durch, wie wäre eigentlich ein Staat, wie wäre eigentlich ein Staat ohne Staat? Wie wäre eigentlich ein Leben ohne Gewalt? Denn ein Staat, das was wir Staat nennen, übt ja Gewalt auf uns aus. In irgendeiner Form. Und das ist ja auch irgendwo ein Widerspruch, mit dem wir ständig konfrontiert werden. Wenn Sie beispielsweise morgen eine Rechnung bekämen von einem Autohaus, wo jemand sagt, ich möchte den 40.000 Euro haben für den VW Golf, den wir Ihnen geliefert haben, und Sie sagen, Moment mal, erstens habe ich keinen VW Golf, ich habe auch keinen bekommen, habe auch keinen bestellt, ich kenne auch die Firma nicht. Also werden Sie im ersten Impuls vielleicht sagen, ich denke mal, ich bezahle das nicht. Logisch. Jetzt fordert er aber weiter und Sie sagen, ich denke doch nicht daran, für etwas zu bezahlen, was ich weder bestellt noch geliefert bekommen habe. Sie würden es auch auf den Gerichtsprozess ankommen lassen. In der Praxis gibt es dann heute wahrscheinlich einen Vergleich, aber nein, natürlich nicht. Ich bin nicht bereit, so etwas zu bezahlen. Wenn ich jetzt aber sehe, dass ich eine Rechnung präsentiert bekomme, in dem ich Soldaten bezahlen soll, die ein Land wie Afghanistan angreifen,
die ich nicht bestellt habe, die ich nicht einmal gesehen habe, die den berühmten Klassiker natürlich haben, wir bauen Schulen und Kindergärten und befreien, das ist ja der Klassiker, der läuft ja schon seit vielen Jahrhunderten. So viele Schulen und Brunnen können gar nicht gebohrt werden, dann wird ja jeder bei irgendwo gerade auslaufen, noch 5 Meter in irgendein Loch fallen, so viele Brunnen, die schon gebaut wurden im Namen der vielen Kriege über die Hunderte von Jahren. Aber das ist halt der Klassiker. Natürlich werden da keine Brunnen gebaut, weil Menschen führen nämlich keine Kriege, Regierungen führen Kriege. Das ist ein großer Unterschied. Und die Regierungen üben Macht auf uns aus und schicken uns, das heißt die Menschen, in den Krieg mit Waffen, die diese Menschen selbst bezahlen mussten, durch Schutzerpressung, sprich Steuer. Und das Einzige, was ein Mensch maximal herausbekommt, wenn er einen solchen Krieg durchlebt, ist, dass er mit einem Trauma, mit seinem Leben irgendwie heil wieder rauskommt. Das ist das Maximale. Aber wo liegt denn jetzt das Interesse an einem Krieg? Warum werden überhaupt Kriege geführt? Kriege werden geführt, damit die Regierungen andere Staaten, die ebenfalls so aufgebaut sind, übernehmen können und von denen dann weiterhin die Schutzgelderpressung, die vorher an die gegnerischen Regierungen geflossen sind, jetzt an die Gewinnerregierung des kriegerischen Staates dorthin zu überweisen, um dann weitere Expansionen zu führen und zu fahren. Klingt vielleicht jetzt alles sehr simpel und ganz logisch, aber denken Sie mal darüber nach. Wir gehen also alle 4 Jahre los und geben nicht nur unsere Stimme ab, sondern wir geben auch die Gewalt über uns ab. Wir stehen also dort und sagen, okay, ich gebe mich auf, meine Freiheit. Ich gebe auf das Recht, mich selbst zu bewaffnen, selbst zu verteidigen. Oh, jetzt hat der Pop gesagt, er ist für eine Bewaffnung. Nein, aber die Frage muss gestellt werden, ist es nicht möglich, dass sich jeder selbst beispielsweise bewaffnet im Rahmen eines Staates? Würde tatsächlich die Aggression steigen? Bewaffnet sind wir sowieso. Bloß wir bewaffnen uns nicht selbst. Wir lassen bewaffnen über Menschen, denen wir alle 4 Jahre die Gewalt geben, tatsächlich damit Waffen auszuüben auf große Armeen, die dann letztendlich Gewalt ausüben, zum Beispiel auf andere Völker. Die Afghanen finden also die Bundeswehr nicht unbedingt immer nur gut, wenn man auf der anderen Seite ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich auf allen Seiten so, dass fremde Regierungen natürlich in den eigenen Bevölkerungen ihr Unwesen treiben. Aber das sind eben nicht die Menschen, die das tun, sondern das sind die Regierungen. Und die Menschen sind eigentlich nur ausführende Opfer. Wie wäre es eigentlich, wenn wir gar keinen Staat hätten, gar keine Regierung hätten, völlig frei wären, eigenverantwortlich? Völlig abgefahrene Situation. Wie, es muss doch irgendeiner da sein. Wie soll das denn funktionieren? Wer soll denn dafür sorgen, dass Alte und Behinderte beispielsweise versorgt werden, wenn wir gar keinen Staat mehr haben? Spannend, das ist eines der ersten Fragen, die sich oft stellt. Zeugt übrigens davon, dass offensichtlich die Menschen gar nicht so schlecht sind, dass ihnen das als eines der ersten Argumente einfällt. Wie soll denn eine soziale Versorgung stattfinden, wenn es keiner organisiert? Das ist die erste Frage, die sich bei meisten stellt, weil wir ja in dieser Verelendungsangst sind, permanent. Was passiert jetzt mit den Leuten, die nichts haben? Wer macht das denn? Also wenn das der erste Impuls ist, der sich bei den meisten Menschen aufdrückt, dann gehe ich davon aus, dass die Menschen relativ schnell auf einer privaten Ebene eine Lösung finden würden, im Rahmen ihrer völligen inneren Freiheit dieses Problem zu lösen. Also ich brauche doch niemanden zwingen, wenn er gern Erdbeereis isst, dass er Erdbeereis isst. Die Frage ist, brauchen wir dieses Recht? Brauchen wir diese Gewalt, die gegen uns erhoben wird? Und dann noch mit einer staatlichen Rechtssituation. Wir lernen als Kinder, du sollst nicht hauen. Und gleichzeitig laufen unsere Soldaten völlig widersprüchlich in Afghanistan, im Irak, auf Basis von Lügen. Im Iran wird es gerade aufgebaut. Das verstößt doch gegen jeglichen gesunden Menschenverstand und gegen das, was wir mal gelernt haben. Denn man soll das nicht. Du sollst auch nicht klauen. Nimm niemandem was weg. Deshalb nennt man es auch nicht stehlen, man nennt es Steuersystem. Weil es wird ja Eigentum letztendlich entnommen, damit Menschen sich das Recht nehmen, auf mich Gewalt auszuüben. Und ich gebe Ihnen vorher noch die Legitimation dazu.
Wie absurd ist das Ganze eigentlich, was wir hier tun? Wir finden das völlig normal. Wir hatten gestern eine spannende Runde mit diversen Professoren. Ich will die Namen nicht aufzählen, weil zwei habe ich auch, glaube ich, es vergessen. Aber es war auf jeden Fall sehr spannend. Weil da ging es eben halt um das Thema auch Demokratie. Und dann bin ich dran gekommen und habe gesagt, ja, Demokratie müssen wir überhaupt erstmal erfragen, was ist überhaupt Demokratie? Und dann habe ich eben halt auch gesagt, dass im Rahmen unseres Plan Bs wir uns natürlich nicht an die Politikdarsteller wenden. Da gucken ja viele, weil das klingt ja als Angriff, wenn ich Politikdarsteller sage. Aber nichts anderes sind es ja. Und ich habe mich auf Horst Seehofer bezogen. Horst Seehofer, bayerischer Ministerpräsident, hat uns deutlich gesagt, diejenigen, die gewählt sind, haben nichts zu entscheiden. Und die, die zu entscheiden haben, wurden nicht gewählt. Aus welchem Grunde? Also übrigens daraus leite ich ganz klar das Wort Politikdarsteller ab. Und das habe ich auch deutlich in meinem Vortrag gemacht und ich glaube, es wird auch zum Teil verstanden. Aber dann kam anschließend eine Gesprächsrunde und dann wurde diskutiert wieder, wie müsste eine Demokratie laufen, wie müssten die Wahlen, wie müsste das System laufen, damit es besser wird. Aber die Frage, dass wir dann nur diskutiert haben oder diskutierten, wer soll denn jetzt der neue Schauspieler in Berlin werden, die wurde nicht mehr gestellt. Daher merken wir sehr deutlich, wie stark wir in diesem System eingefangen sind. Das ist schon eine ziemlich heikle Geschichte. Wir wenden uns zum Beispiel nicht an die politischen Darsteller. Ich habe nichts gegen die. Die auch hoffentlich nichts gegen mich. Nein, wir wenden uns, wenn, an uns, weil wir, wenn, unsere Macht selbst in den Händen haben und eigenverantwortlich handeln sollten. Und keinen fragen, der sich hinstellt und sagt selbst von sich, dass er nur Theaterspieler ist. Und ob ich jetzt mich um die Demokratie kümmere, zur Wahl hingehe, wir sind ja nicht zum Wählen aufgerufen, sondern lediglich zur Wahl. Das ist qualitativ ein großer Unterschied. Denn wir wählen keine Alternativen, sondern wir wählen Personen, die auf unsere Kosten Karriere machen, um weiter ihr Schauspiel zu spielen. Sie kennen alle die Schwarzwaldklinik mit Klaus-Jürgen Wussow, Professor Brinkmann. In seinem Privatleben hat er mal in einem Interview gesagt, ich glaube, der lebt gar nicht mehr, da hat er mal gesagt, der wurde auch im Privatleben sehr oft mit Professor Brinkmann angesprochen. Da stellt sich natürlich die Frage, wenn einer wirklich ein Herzproblem hätte, würde er sich von ihm auch operieren lassen, von dem Wussow? Ich glaube nicht. Genauso wenig habe ich auch Lust, mich mit einer Person auseinanderzusetzen, die Frau Bundeskanzlerin genannt wird, einfach weil es eine Politikdarstellung ist und ich beziehe mich auf Herrn Horst Seehofer, Theater spielen muss und keine Macht hat, weil die Macht haben welche, die nicht gewählt sind. Und genau hier liegt unsere Aussage, die so abstrus klingt, weil wir natürlich komplett in diese Dogmatisierung reingepresst wurden. Und das macht uns Schwierigkeiten. Das zu akzeptieren, weil plötzlich sind wir führungslos. Wir haben keinen Führer mehr. Bitte nicht zu verwechseln mit Verführer. Die Begrifflichkeiten werden oft sehr schlampig genutzt. Wir sollten das sehr exakt unterscheiden, weil es werden auch Verführer als Führer bezeichnet. Eine ganz schlimme Situation. Und so entstehen eben halt auch solche dramatischen, radikalen Tendenzen, wie wir sie jetzt gerade erleben, von welcher Seite sie auch immer gesteuert sein mögen. Das ist nicht die Frage. Aber wir haben ja momentan gerade braune Woche und die läuft ja. Die Nachrichten sind voll damit. Und die Frage ist einfach, kann man es sich so einfach machen? Sind alle Menschen, die durchdrehen, nur verwirrt, radikal und brutal? Oder gibt es irgendwo Ursachen? Ich sage immer, es gibt eine Ursache und es gibt eine Wirkung. Und die Wirkung folgt der Ursache. Ich kenne nur einen Unterschied in bestimmten Fällen. Wenn ein bestimmter Arzt einem Leichenzug folgt, dann folgt eventuell die Ursache der Wirkung. Eine wenigen Ausnahme. Aber für mich ist eines entscheidend, dass wir, der Kameramann sollte nicht am lautesten lachen. Auf jeden Fall ist es wirklich so, dass wir da wirklich auch ein bisschen exakter formulieren sollten an dieser ganzen Stelle. Und dieser Voluntarismus, diese völlige Freiheit,
Ich bezweifle, dass wir in der Schiene sind, dass wir da schon hingehören und dass wir das schon verstehen können, denn dazu braucht es Prozesse. Und ob wir mit dem derzeitigen Homo sapiens in dieser Struktur dazu in der Lage wären, auch das wage ich natürlich zu bezweifeln. Deshalb müssen wir auch natürlich Schritte vorweg gehen, bevor wir überhaupt in die Situation kommen, frei denken zu können, um überhaupt Freiheit zu fühlen, um in der Lage zu sein, uns eigenverantwortlich irgendwann zu verhalten. Dazu sind wir noch nicht so weit. Das merkt man sehr deutlich. Weil die Menschen haben Angst, für sich selbst zu entscheiden. Sie gehen zu einem Banker und lassen sich finanziell beraten, obwohl jeder weiß, wer sich von einer Bank beraten lässt, kann nur verlieren. Das ist ja ganz deutlich, denn die Masse wird von Banken beraten und die Masse hat kein Geld. Also der Zusammenhang ist ja mehr als deutlich bewiesen an jeder Stelle. Und trotzdem geht man wieder hin. Warum? Weil man von seiner Eigenverantwortlichkeit keinen Gebrauch machen will. Das hängt mit der Manipulation zusammen und das ist auch kein Angriff, sondern es geht vor allem eben halt auch um einen gewissen Mechanismus, der da läuft. Und wir müssen einfach lernen, auch für uns selbst uns die eigenen Gedanken zu machen und an bestimmten Stellen auch einfach unterbrechen. Das Problem, was wir haben in der Politik ist, dass wir tatsächlich im Rahmen dieser Demokratie unter einer Negativauslese der Politiker leben. Es gibt zwei Gruppen von Politikern. Das eine ist die Parlamentsfüllmasse, also die Politiker, die so daran interessiert sind, dass keiner merkt, dass sie nichts von dem verstehen, was sie eigentlich können sollten, dass sie auch das System gar nicht durchblicken und auch niemals gefährden könnten. Die machen den größten Teil aus. Da geht es nicht um Angriff dieser Menschen, sondern es ist eine ganz normale Systembeschreibung. Denn das ist ja ein Paradoxon. Man sagt uns Menschen zum Beispiel, wir wären in der Lage zu wählen, ich bezweifle das, wir können also als Wahlvieh entscheiden, dass wir die richtigen Köpfe wählen, die unsere Interessen vertreten können. Im gleichen Atemzug widerspricht man aber uns der Fähigkeit, dass wir selbst in der Lage wären, die Zusammenhänge selbst zu entscheiden. Wie kann ich denn jemanden wählen, der für mich die Entscheidung übernimmt, wenn ich den Prozess gar nicht kenne? Also wähle ich doch nur denjenigen, der mir am sympathischsten ist, der mir am meisten verspricht, auch wenn er es nicht halten kann. Die Masse versteht eh nichts davon. Und viele fühlen sich angegriffen dadurch, wenn ich sage, Gaußsche Verteilungskurve, dass über 90% der Menschen vollkommen und nicht in der Lage sind, überhaupt irgendwelche Zusammenhänge zu verstehen, aber zur Wahl gehen und wählen dann ihre Politikdarsteller. In diesem Fall macht es ja gar kein Problem, weil es spielt ja keine Rolle. Eigentlich könnten die das auch weitermachen. Sie dürften nur nichts mehr zu sagen haben. Dann können die das Spiel ja weiterspielen. Alle gehen zur Wahl, da gibt es Politiker, wir schließen das ganze Ding zu, aber die Politik läuft dann irgendwie anders. Denn so kann es ja nicht laufen. Es funktioniert ja nicht. Ganz deutlich nicht. Wir haben einen Bundeswirtschaftsminister. Wir haben ja mittlerweile schon alle möglichen Leute gehabt. Der zeichnet sich natürlich auch durch eine ganz besondere Fähigkeit aus. Nämlich die Zusammenhänge wirklich zu verstehen. Aha. Also der stellt sich hin ins Fernsehen neulich, das möchte ich Ihnen kurz zeigen, einen kurzen Ausschnitt. Herr Rösler muss er heißen, braucht man sich nicht merken, weil es hier wieder irgendwann anders geht, ja so schnell heute. Und das ist übrigens ein sehr netter. Der ist wirklich nett. Der ist goldig. Ja, der ist goldig. Netter. Ja. Und er macht, ist ein guter Junge. Nein, ich glaube wirklich, dass es ein sehr netter Mensch ist. Das meine ich ernsthaft. Aber keine Ahnung. Einfach keine Ahnung. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Und das ist auch kein böser Angriff, weil ich gegen diesen Menschen nicht habe. Den haben sie da vors Loch geschoben und der muss jetzt eben halt den Bundeswirtschaftsminister mimen. Aber er versteht nichts davon. Der stellt sich hin und sagt, wir zahlen Schulden ab und wir müssen eben halt Wirtschaftswachstum haben, also mehr Kriege, mehr CO2-Zertifikate, mehr Abwrackprämien und noch mehr Wachstumsbeschleunigungsgesetze. Also ganz toll, das ist das Einzige, was Ihnen einfällt. Aber das ist der Bundeswirtschaftsminister. Und glauben Sie mir, der kriegt eine andere Sendezeit, als wenn ich bei NTV auftrete. Und ich habe nur 2 Minuten und der hat so viel Zeit, wie er braucht. Und in 2 Minuten muss ich versuchen, etwas reinzubasteln. Diesen kleinen Kontrast möchte ich Ihnen mal ganz kurz vorstellen, anhand einer Geschichte, die vor kurzem im Fernsehen lief. Du sagst immer, irgendwo müssen doch die Schulden herkommen. Also jetzt mal, die
Krise, die wir jetzt haben, hat zwei Ursachen. Einmal die Schulden und zum anderen die fehlende wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit, um eines Tages die Schulden abzubezahlen. Also muss man beide Ursachen bekämpfen. Einmal die Schuldenbremse, um die Schulden zu bekämpfen. Und zum Zweiten muss man alles dafür tun, die Wettbewerbsfähigkeit wieder besser wird in Griechenland, in Italien, in Spanien, Irland und Portugal, damit die Möglichkeit besteht, so viel zu erwirtschaften, dass man nicht nur Steuern bezahlt, um die laufenden Haushalte zu finanzieren, sondern eines Tages auch die Steuern bezahlt, um am Ende dann die Schulden abzubauen, im Interesse der nachfolgenden Generation. Also wir brauchen beide. Das ist der einzige Weg, um die Schuldenfalle rauszukommen. So, okay. Also stopp mal ganz kurz. Ich sage es, netter. Und bloß was er gesagt hatte, das war wirklich gequälter Unsinn. Völlig ahnungslos. Völlig ahnungslos. Bundeswirtschaftsminister verdient gar keine schlechte Diät. Diät ist ein komischer Begriff für so ein Gehalt, ne? Also unter Diät verstehe ich was anderes. Ich habe ja auch mein Idealgewicht bei 2,3 Meter. Wenn ich eine Diät habe, dann wird das nicht erhöht. Sollte nicht. So, okay. Jetzt nochmal meins dagegen. Jetzt kommt der Depp, der Verschwörungstheoretiker dagegen. Es ist vor allem die Euro-Schuldenkrise, die die Unternehmen und die Manager verunsichert, die weltweiten Schuldenberge. Wie kommen wir da zu einer konstruktiven Lösung? Wie kommen wir von diesen Schuldenbergen runter? Darüber spricht Corinna mit Corinna Wohlfall, mit Andreas Popp von der Wissensmanufaktur in Frankfurt. Ja, danke Isabel. Wir haben gesagt, wir sprechen heute mal nicht über DAX rauf, runter, das sollen andere tun, sondern wir nehmen uns mal eines dieser Probleme knüpfen uns mal vor, nämlich die Schulden. Wie kommen wir jemals von diesen Schuldenbergen runter und was passiert dann eigentlich mit der Wirtschaft? Da besteht tatsächlich ein gewisses Dilemma, denn die Problematik ist, dass viele gar nicht verstanden haben, wie unser Schuldgeldsystem eigentlich funktioniert. Man darf nicht vergessen, wenn man Schulden zurückzahlt, wird Geldmenge vernichtet. Das müssen Sie uns vielleicht nochmal konkreter erklären in einem Beispiel. Also nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich arbeite bei Ihnen 2 Stunden zu Hause und Sie entlohnen mich dafür mit einem Schuldschein, indem Sie mir zusagen, auch irgendwann mal 2 Stunden Arbeit zuzusagen. Und ich nehme diesen Zettel jetzt mit und setze ihn jetzt bei meinen Freunden in dem Dorf, Ihre Loyalität steht ja nicht in Frage, und setze jetzt Ihren Schuldschein quasi als Zahlungsmittel ein und so wandert er von einem zum anderen. Damit ist dieser Schuldschein schon zum Geld geworden und irgendwann kommt einer auf Sie zu und wird die 2 Stunden Arbeit einfordern. Ja, und wenn die eingefordert ist, ist die Schuld getilgt und der Schuldschein wird zerrissen. Und genauso ist es mit dem Geld analog anzuwenden. Das heißt, wenn die Schulden zurückgeführt werden, dann fehlt mit einmal eine Menge Geld im System, was dann ja auch nicht mehr die Wirtschaft stimulieren kann. Das heißt, das System ist grundsätzlich in Frage zu stellen. Das System ist grundsätzlich in Frage zu stellen, denn beim tatsächlichen Geldsystem ist es so, dass es eben halt die Geschäftsbanken und deren anhängenden Zentralbanken natürlich dieses Geld in den Markt reinschmeißen. Und wenn wir beispielsweise jetzt 2 Billionen Staatsverschuldung haben und wir würden sie mit einem Rutsch abbezahlen, müssten wir 2 Billionen Geldmenge vernichten, was die gesamte Realökonomie, die restliche, noch zerstören würde. Also müssen wir das System komplett überfragen, ob das verzinste Schuldgeldsystem auf Dauer haltbar ist und wir uns tatsächlich um die Ursachen kümmern. Damit werfen Sie jetzt aber auch den Regierungen vor, dass die genau das Falsche machen mit ihren ganzen Rettungsmechanismen, indem sie das ganze System ja noch mehr aufpumpen. Frau Merkel würde Sie wahrscheinlich fragen, was ist denn die Alternative? Die Alternative ist bekannt. Es gibt viele Modelle von nicht verzinsten Schuldgeldsystemen. Wir haben in der Wissensmanufaktur diverse Modelle erarbeitet, stehen auch gern zur Verfügung, auch Frau Merkel zu beraten, wenn sie Fragen hat. Sie brauchen ein zweites Interview. Das machen wir das nächste Mal, wenn Sie kommen. Die Zeit ist schon um, wir gehen zurück. Also da musste sie... Also da musste die Dame, die übrigens auch sehr nett ist, aber sie ist keine Wirtschaftsministerin. Insofern finde ich das wunderbar und ist wirklich lieb und nett. Und was ich damit nur meine ist, ich glaube, ich wäre der bessere Wirtschaftsminister und ich bewerbe mich nicht dafür. Nein, das hat keinen Sinn. Ich würde das System ja erstmal komplett, meine erste Amtshandlung, wenn ich Kanzler wäre, wäre das Parlament versuchen aufzulösen. Alles im Prinzip, ich würde alle Vertrauensfragen stellen, die man machen kann, bis ich das Ding zerlegt hätte. Und dann hätten wir gesagt, und jetzt versuchen wir uns mal vernünftig zu unterhalten, dass wir auch eine Zukunft haben und was für Volk zu tun. Weil ich will keine Lobbyvereinigung sein und auch kein Vertreter einer Lobbyistenvereinigung, ob die nun Pharma, Fleischindustrie oder Bankensystem heißt, sondern ich möchte gern Lobbyist des Volkes sein. Und da gibt es keinen einzigen, der das vertritt.
Das ist unser Problem. Es gibt keine Lobby des Volkes. Deshalb geben wir trotz alledem unseren Leuten, unseren Bundestagsabgeordneten die Chance über eine Gesetzesmäßigkeit. Darüber wird Rico sprechen. Ja, darüber wird Rico gleich sprechen. Geben wir ihnen die Chance, dass sie sich dem Volk anschließen können. Sie sind ja gewohnt, Gesetze durchzuwinken, die sie nicht verstehen. Wir hätten auch eins. Wir sind dran. Und das Problem ist ganz einfach, dass es so in dieser Form nicht funktionieren kann. Weil es geht mir nämlich jetzt darum, wir werden mit Begrifflichkeiten plattgehauen und die heißen momentan Staatsbankrott. Und ich möchte Ihnen noch den letzten kurzen Film zeigen, der von vorgestern war, in Frankfurt. Das Griechenland sorgt nicht gerade für Beruhigung, Grund genug für uns auf den Euro zu schauen. Bei Sabrina Markgraf ist Andreas Popp von der Wissensmanufaktur. Auf den Euro und auf die Eurozone und im Gespräch mit Joachim Goldberg vor 20 Minuten sagte der, das einzige Mittel ist, dass die EZB eingreift, um diese Krise zu lösen, also direkt die Staaten finanziert. Ist das wirklich das einzige Mittel? Das klingt so nach alternativlos. Ich sehe das ein bisschen differenzierter. Es gibt natürlich noch ein weiteres Mittel, der als Horrorszenario dargestellt wird. Das wäre der Staatsbankrott. Und wenn man das mathematisch hochrechnet, und das ist ja berechnet, das ist ja ein mathematischer Prozess, der diesem Geldsystem unterliegt, dann läuft es eh auf einen Staatsbankrott auf. Lassen wir uns mal klar sein, die letzte 8 Milliarden Tranche, die jetzt nach Griechenland geflossen ist, fließt ja zu 81% wieder an europäische Banken zurück und nur 19% bleiben tatsächlich in der Nationalökonomie Griechenlands übrig. Das ist natürlich auch ein Abschlachten des Mittelstandes in dem Moment. Argentinien wird da immer als Paradebeispiel herangezogen, um Ideen mal durchzuspielen. Kann man Länder in der Eurozone tatsächlich mit der Situation in Argentinien vergleichen? Nein, das kann man natürlich nicht. Wir müssen das Geldsystem insgesamt sehen. Die Frage ist, ob mit einem Staatsbankrott automatisch letztlich alles immer kaputt gehen muss und alle Leute ihr Geld verlieren. Ich halte einen Staatsbankrott auch für möglich und ich bin sicher, der ist auch schon in den hinteren Etagen, zumindest in der Denkstruktur mit enthalten, dass man einen Staatsbankrott durchführt, indem die Menschen ihr Vermögen nicht verlieren, aber die Schulden trotzdem weg sein werden, nämlich die Staatsschulden. Das ist möglich, man muss es nur kontrolliert machen, aber die Dinge müssen erstmal angesprochen werden und das traut sich noch keiner. Vielleicht kommt das ja noch, sagt Andreas Popp. Ganz herzlichen Dank von der Wissensmanufaktur, dass Sie hier waren und vielleicht mal eine Gegendarstellung geliefert haben zu diesem anderen Wurf, den ja einige fordern. Primetime, 11.49 Uhr, wenn jeder guckt. Ja? Das ist wirklich so. Das ist die Primetime. Gut, in Talkshows beispielsweise würde ich wahrscheinlich relativ schnell durchs Raster fallen. Deshalb gehe ich da gar nicht hin. Denn ich hätte wahrscheinlich große Schwierigkeiten, wenn ich bei Hart aber fair sitzen würde beispielsweise, weil die Gefahr einfach sehr groß ist, dass ich dann mit 3 oder 4 Politikdarstellern verschiedener Farben, vielleicht noch mit 2 anderen Schauspielern, die normalerweise einen Tatort oder sowas machen, und ich wäre dann der einzige andere und ich müsste wahrscheinlich das Gespräch dann damit beginnen, dass ich als erstes klarstellen möchte, dass wir hier 1:5 haben, 5 Schauspieler, und ein Kritiker, ich bin der Kritiker und gerechterweise fordere ich die Hälfte der Redezeit und die anderen können sich gerne die andere Hälfte der Redezeit teilen. Ich vermute mal, dass man das als intraspezifische Aggression auffassen könnte. Aus diesem Grunde dringe ich mich gar nicht in diese Situation, aber es macht keinen Sinn. Wenn ich mich mit den Leuten dort zusammenbringe, dann habe ich keine Chance. Sie würden mich rückwärts durch die Hecke ziehen. Ich hätte gar keine Möglichkeiten, weil ich wäre dann ein Depp und dann wären da 5 Leute, die einer wichtiger als der andere klingen. Und die Leute, die Klaköre, die da vorne sitzen, die übrigens erst bei dem Linken klatschen, dann beim Rechten klatschen, dann wieder bei mir. Das sind immer dieselben Leute. Die klatschen eigentlich bei jedem, was sich irgendwie gut anhört. Daran merkt man, dass sie überhaupt nicht folgen, worum es geht, auch nicht folgen können. Dann sollen sie es einfach lassen. Das ist ja gar nicht schlimm, wenn man nicht folgen kann. Deshalb ist die Frage, wie muss ein System aussehen? Viele kennen meinen Vortrag wahrscheinlich aus dem Internet. Ich will nicht zu weit einsteigen in den Bereich der Demokratie. Das heißt, die Demokratie an sich ist in Frage zu stellen oder sie wäre vielleicht in Erwägung zu ziehen. Ich mache mir ja momentan weniger den Kopf, wie man den Rechtsstaat vernichtet. Ich mache mir mehr den Kopf, wie man einen errichtet. Denn wir hatten ja noch gar keinen. Wir haben immer nur verschiedene Versklavungsmodelle gehabt, zumindest in unseren Zeiten, die wir als unsere
Geschichte bezeichnen, egal wer die Geschichtsbücher geschrieben hat. Es gab immer irgendwie dieselben Symptome und es gab Leute, die Kriege geführt haben, immer um irgendwelche anderen Leute wieder neu auszunehmen. Und das ist das. Menschen würden keine Kriege führen. Und wenn wir das endlich verstehen, Sie werden merken, ich bin heute ganz simpel im Bereich, weil wir werden uns nämlich gleich mit einem Plan B beschäftigen und dazu muss man auch Freidenker sein. Weil viele Menschen fühlen sich angegriffen und ich möchte niemanden angreifen. Ich möchte, dass wir alle lernen, dass wir im System sind und dass wir alle dazugehören. Und ich weiß nicht mal, ob Herr Ackermann glücklich ist. Ich weiß nicht, ob der auch beim Psychotherapeuten sitzt. Ich weiß es nicht. Vorsicht, Vorsicht. Ich weiß nicht, wer die Macht hat. Ich weiß nur eins. Nach dem Tod von John F. Kennedy hat sich kein amerikanischer Politiker mehr getraut und auch Präsident auch nicht mehr getraut, sich in die große Politik wirklich auch nur einzumischen. Also die Politik ist schon anderweitig stationiert, die Machtfrage. Bevor der Rico Albrecht gleich in die Thematik einsteigt, kurz, wie das Geldsystem funktioniert, wie es aufgebaut ist in einer sehr kurzen sportlichen Durchführung, inklusive der Problematiken der Staatsverschuldung. Das schade, dass Herr Rösler nicht hier sitzt. Und auch, doch, der wird das verstehen. Ich glaube, der wird das sogar verstehen. Ich will ihn gar nicht angreifen. Das meine ich nicht, wirklich nicht. Es ist einfach, der Mann ist doch nicht mein Problem. Das System ist mein Problem, dass man einen Arzt in eine solche Position reinsetzt, der einfach null Plan hat. Einfach völlig ahnungslos ist. Floskeln, leere Hülsen und aber auch Gott sei Dank keine Macht hat. Ich meine, er hat ja keine Macht. Wenn ich sehe, dass beispielsweise es heißt, wir retten Griechenland, die letzte Tranche des Euro-Rettungspaketes, die 8 Milliarden, die ich gerade genannt habe, die sind zu 81% wieder an die europäischen Banken zurückgeflossen. Warum eine so hohe Rückflussquote? Weil damit jetzt zum Jahresende die Bonis in den europäischen Banken gesichert werden. Die gehen natürlich an die Akteure raus, die in den Banken hier arbeiten. Ich frage mich, warum wir immer Griechenland zwischenschalten. Warum überweisen wir die Steuern nicht direkt an die europäischen Banken? Warum müssen wir eigentlich die Griechen zwischenschalten, wo der Normalbürger anfängt, Aggression gegen die Griechen aufzubauen und die Griechen anfangen, uns in irgendwelchen Tageszeitungen mit Hakenkreuzen zu versehen? Wir haben doch alle gar nichts miteinander. Gestern hat der Kollege Hanke gesagt, er ist sein Leben lang immer so gern nach Griechenland in Urlaub gefahren. Und zwar deshalb, weil es da so schön war. Weil die Leute ganz anders waren. Und das ist auch ihr gutes Recht. Es steht uns überhaupt nicht zu, darüber zu debattieren, ob sie mehr oder weniger arbeiten. Das Problem entsteht doch eigentlich nur, dass wir uns zusammengebracht haben. Und das war die Geschichte mit dem Ritter, mit dem edlen Ritter mit dem Mantel. Das war auch sehr ein schönes Ding aus volkswirtschaftlicher Sicht. Wie Hanke gestern sagte, dass ein edler Ritter eben halt durch die Walachei im Winter reitet und da ist irgendein armer Bettler und dem Bettler ist kalt und dem friert. Und der edle Ritter, der nimmt jetzt seinen Mantel runter und zerschneidet ihn in zwei Teile. Bloß welche volkswirtschaftliche Konsequenz können wir aus diesem Vorgang lernen? Sozial, ganz klar, guter Mann. Volkswirtschaftlich passiert Folgendes. Es erfrieren nun beide. Das heißt, die Frage ist, ob man genau mit diesem System, das Teilen immer optimiert ist, ist immer eine wirkliche Frage, die tatsächlich gestellt werden muss. Nun bin ich gefragt worden vorhin, und deshalb möchte ich ganz kurz dazu Stellung nehmen, weil Rico Albrecht vor allem auch auf das Thema zu sprechen kommt, wie soll es jetzt vonstatten gehen, wie sind die Sachen zu regeln? Die zweite Frage, die mir auch gerade wieder zwei, dreimal gestellt wurde, was soll ich jetzt machen, solange es noch nicht geregelt ist? Wie kann ich jetzt mich momentan versorgen? Ein Part, den ich gar nicht so wahnsinnig gerne mache, aber ich möchte ihn trotzdem ansprechen, weil er wichtig ist. Weil es gibt immer noch Leute, die haben solche Vernichtungsdokumente, Kapitalvernichtungsdokumente wie Lebensversicherung zum Beispiel in ihrem Ordner. Solche Leute gibt es noch, entgegen allen Erwartungen, aber es hat sich noch nicht rumgesprochen. Deshalb bin ich auch vorsichtig, von Tätern und Opfern zu sprechen. Denn wenn man halbwegs den Kopf auf den Schultern trägt, nicht nur damit es da nicht reinrechnet in Hals, sondern damit man da auch denken kann, dann kommt man relativ schnell zu dem Zuge, dass es sich dabei um ein Modell handelt, was nicht funktionieren kann und auch nicht funktionieren wird, weil es völlig abstrus aufgebaut ist. Das Erste, was wir lernen müssen, ist die wirkliche Autarkie. Autarkie und zwar im Geist, das ist wichtig. Wir müssen geistig autark werden. Nur wenn wir geistig autark sind, sind wir in der Lage, tatsächlich unsere Entscheidungen zu treffen.
Gehen Sie nur auf Ihren logischen Menschenverstand. Vertrauen Sie keinem Experten. Vertrauen Sie keinem Andreas Popp, der ist auch kein Experte. Ich bin Angelernter, Ungelernter. Ich war Unternehmer. Ich habe zwar mal was Ordentliches gelernt, aber es hat nichts damit zu tun. Das ist mein Vorteil. Wenn Sie das nämlich komplett studiert haben, das war gestern ein wunderbares Beispiel für mich, dann sind Sie in den Mechanismen aber auch so eingefangen, dass Sie Schwierigkeiten haben, über diese Mauern wegzugucken. Weil das passt nicht. Es gibt nämlich keine Universalwissenschaften mehr. Es gibt nur noch Spezialitäten. Jeder weiß immer mehr von immer weniger. Bis irgendwann einer alles über nichts weiß, dann hat es sich überschlagen. Das ist der Oberexperte. Das kann nicht funktionieren. Wir brauchen doch noch jemanden, der einen Überblick hat. Und es gibt keinen mehr, der Überblick hat. Also Herr Rösler hat es gerade bewiesen, hat ihn nicht. Gott sei Dank ist ja Herr Seehofer da, der Herr Rösler wieder freimacht und sagt, er hat eh nichts zu sagen. Ihr könnt völlig entspannt sein, ob er Ahnung hat oder nicht. Das spielt ja keine Rolle, weil er entscheidet ja eh nichts. Also es ist ja schön, dass Sie sich da gegenseitig die Bälle zuspielen. Das braucht man nicht böse sein, wenn er ahnungslos ist. Aber es ist für uns zumindest ein Indiz, dass wir uns überlegen sollten, sind wir bereit, noch so viel Geld rein zu investieren, so viel Arbeitskraft zu investieren, damit wir eine solche theatralische Gruppierung aufrechterhalten. Während die Politik andere machen und die Figuren es nur noch durchwinken, ohne die Zusammenhänge zu verstehen. Also müssen wir uns lösen, erst einmal in unserem eigenen Leben einen autarken Geist. Zweitens, machen Sie momentan wirklich keine Schulden. Auch eine ganz wichtige Sache. Keine Schulden, bitte. Da steckt schon das Wort Schuld drin. Wozu das führen kann, sehen wir. Selbst die Schweiz, die immer noch gefeiert wird als das große Land, befindet sich momentan in einer dramatischen Situation. Wird übrigens auch von vielen noch nicht verstanden, nach dem Motto, denen geht's ja noch gut. Das ist so eins der spannendsten Argumente. Uns geht's ja noch gut. Vor 20 Jahren haben wir das auch gehört. Ja, den Amis, denen geht's nicht so toll. Heute leben sie in Zelten. Damals hat man gesagt, ja, also uns geht's ja noch gut. Mittlerweile sind wir fast genauso weit. Wir haben Tafeln, wir haben Menschen, die letztendlich auf der einen Seite eben halt gefüttert werden müssen durch das System, weil auf der anderen Seite dieses exponentielle Wachstum hinterherläuft, nämlich des Absaugens der Arbeitskraft. Es ist ja ein Absaugen der Arbeitskraft. Das ist ein Versklavungsvorgang. Das hat mittlerweile eigentlich jeder verstanden, der eins und eins zusammenzählen kann. Wer sagt, das ist nicht wissenschaftlich genug, der weiß nicht, was Wissenschaft ist. Wissenschaft ist eine Einrichtung, die Wissenschaft. Das tut sie heute aber nicht. Das sind Indoktrinierungspferche. Das ist ein Unterschied zur Wissenschaft. Weil es wird nicht ergebnisoffen unterrichtet. Es werden Gelder investiert und das Lied ich singe, dessen Brot ich esse. Derjenige, der die Musik bezahlt, der bestimmt auch, was gespielt wird. Und wenn mittlerweile Konzerne wie BP, Shell oder solche Genmanipulationskonzerne wie BASF, ich will nicht immer nur Monsanto nennen, BASF ist größer, macht genauso viel kaputt, vielleicht noch viel, viel mehr, aber man hat sich darauf eingeschossen, dass wir einen Namen fürs Böse haben, Monsanto. Ich möchte gern BASF nennen an der Stelle. Die machen das auch, ganz groß. Wir sind hier nah an Mannheim. Ich bitte den einen oder anderen um Entschuldigung. Aber es geht nicht darum, dass Sie Ihren Arbeitsplatz dadurch verlieren können, weil ich gegen Ihren Arbeitgeber bin. Nein, ich habe sowieso eine völlig andere Denke. Aber ich weiß, dass in unseren Gruppierungen, wenn wir Vorträge halten, sowieso eine andere Gruppierung und eine andere Denke vorherrscht. Sonst kommen die erst gar nicht. Herr Rösler wird gar nicht zu uns kommen und Frau Merkel vermutlich auch nicht. Obwohl ich hier schon einen offenen Brief geschrieben habe. Weil man wirft uns ja sogar vor bei dem, was wir jetzt machen. Das Thema haben wir vorhin gehabt, Rico. Habt ihr eigentlich Angst vorm Verfassungsschutz? Wir sind gerade dabei und planen einen offenen Brief an den Verfassungsschutz, in dem wir bitten, das Personal aufzustocken, weil es kommt eine Menge Arbeit auf sie zu. Da sitzen ja ganz viele in der Vier-Mächte-Stadt, die die Verfassung nicht schützen, sondern mit Füßen treten. Ich brauche mir doch keine Sorgen um den Verfassungsschutz machen. Ich mache mir Sorgen, dass er nicht endlich aktiv wird. Ich möchte nicht wissen, was da hinter den Kulissen diskutiert wird. Wir müssen doch langsam sich auch mal Sorgen machen. Aber wir erklären das in einem Brief auch nochmal ganz konkret, warum wir das glauben, dass es Zeit wird, dass sie aufstocken. Weil die Bevölkerung versteht es langsam. Und die Verfassung wird nicht von uns hier getreten und nicht
von mir, indem ich Herrn Rösler vermeintlich angreife, was ich gar nicht tue. Ich sage einfach nur, dass er keine Ahnung hat. Das brauche ich nicht behaupten, das behauptet er selbst schon. Das hat er bewiesen, gerade eben. Ja? Das ist doch nichts Böses. Und ich finde, irgendwann kommt der Punkt, wo man auch immer sagen muss, jetzt ist Schluss. Und diese exponentielle Funktion, die läuft gerade. Und alle, die wir hier sind, und alle, die gestern da waren, und alle, die hoffentlich am 9.6. dabei sein werden in Leipzig. Wenn wir vielleicht mit mehreren tausend Leuten, 4, 5, 6, 7.000 Leuten, eine tolle Session machen werden, die heißt Lust auf neues Geld. Da werden wir nicht darstellen, die Welt geht unter, Crash-Prophet. Wir diskutieren nicht, dass wir keine Verfassung haben und unbedingt eine neue brauchen. Das interessiert mich nicht. Wenn wir momentan unseren Schwerpunkt darauf legen, endlich eine saubere Verfassung zu bekommen, das heißt, das Erste, was wir jetzt brauchen, ist erstmal ein neues Buch. Eine Verfassung ist erstmal nichts anderes als ein gebundenes Buch. Punkt, das war's. Wir haben ganz andere Probleme als verfassungsrechtliche Probleme. Wir haben ganz andere Probleme, als einen Rechtsschutz zu fordern oder irgendwelche Strukturen aufzubauen, die uns ermöglichen, vermeintlich unser Recht durchzusetzen. Was nützt es uns, wenn wir in einem System leben, wo Kapitalsammelbecken gemeinsam, also Bankensysteme, bitte nicht die Spieler nennen. Ich möchte nicht die Menschen dort genannt haben. Ich will die Bank AG selbst nennen. Die Bank AG, ist es zu laut? Nee? Okay. Die Bank AG ist nämlich eine Körperschaft, eine juristische Person. Viele glauben, bei einer juristischen Person, es handelt sich um einen Rechtsanwalt. Nein, eine juristische Person ist eine Gesellschaft, wie eine GmbH oder eine AG. Die wird wie eine Person geführt, wie bei einem normalen Menschen mit Herz, Seele und Verstand. Aber ist es wirklich möglich, eine Person zu gründen? Sollten wir nicht doch lieber darauf sagen, die Geburt hat sich da doch bewährt? Denn da gibt es Menschen, die auch sowas wie ein Gewissen haben. Glauben Sie allen Ernstes, irgendeine Buchhalternase hat irgendein Gewissen? Ich meine in einer Bilanz die Buchhalternase, ist dieser Strich. Völlig irrsinniger Strich, übrigens wir brauchen noch keine Buchhaltung, ist völliger Blödsinn. Aber wir müssen ja unseren Einkommensjob aufrechterhalten, wird gleich das Thema von Rico Albrecht nochmal sein. Das ist unser Problem. Wir müssen überlegen, dass wir vor allem erstmal wieder Menschen brauchen. Und wir brauchen eigentlich nur uns darauf einschießen, dass wir diese ganzen Kapitalkonstruktionen, Kapitalgesellschaften sind ja nichts anderes als Konstruktionen, die von Lobbyisten mit abhängigen Staatsvertretern letztendlich zugelassen werden, um neue Systeme zu haben, um eben halt möglichst unter einem anonymen Begriff, so wie noch AG, kaputt machen zu können, ausbeuten zu können, zerstören zu können. Halliburton und so weiter. Das sind einfach solche Konzerne. Denn wer möchte schon mit seinem Namen dazu stehen, dass einer sagt, ich Schmidt, ich mache jetzt Rüstung und die werden alle mit Schmidt-Knarren, werden die alle umgebracht und mit Schmidt-Giftgasen. Und ich sitze jeden Morgen und denke, verdammt, ich bin Schmidt, ich zitiere jeden Abend meinen Kindern aus der Bibel. Das möchte keiner. Deshalb heißt das Ding dann irgendwie Pfefferminzia KG oder AG oder eben Halliburton oder wie auch immer. Siemens ist ja noch ein Name, aber viele wissen gar nicht mehr, dass das tatsächlich mal ein Mensch war. Ich glaube, der wird sich auch im Grabe umdrehen. Das war nämlich mal ein Unternehmer. Heute ist es kein Unternehmen mehr. Heute ist es ein Kapitalsammelbecken. Und wenn solche großen Konzerne, solche Kapitalsammelbecken, bitte nicht Unternehmer und Arbeitnehmer, denn das sind beides Arbeiter. Arbeitnehmer und Arbeitgeber sind immer Arbeiter. Ich rede von Konzernen. Das sind keine Arbeiter. Das sind Kapitalsammelbecken. Das ist Vermögen, was aus sich selbst Vermögen verdient oder zumindest bekommt. Und da liegt die Ursache auch der Verwerfung. Und wenn die quasi mit ihren Medienvertretern, die direkt dort mit drin sind und natürlich auch logischerweise deren Interessen vertreten, weil es ist ja für Normalmedien, für Kleinmedien gar nicht möglich, in die Medien reinzukommen. Und die ganzen dann noch natürlich bei den Politdarstellern, die natürlich ihre Diäten dort raus erbetteln müssen aus dieser Machtsystematik, dass die gemeinsam jetzt gegen das Volk vorgehen, dann ist die Vokabel Faschismus angebracht, weil das ist nämlich eine Definition von Faschismus, die ich gerade gebracht habe. Das Problem ist, wie kann der Pop es wagen, so eine Vokabel in einem demokratischen Staat zu nennen, wo jeder die Wahrheit sagen kann? Können wir das wirklich?
Solange ich hier noch in einem solchen Kreis der minderbemittelten Verschwörer sitze, kein Thema. Oberhalb der Wahrnehmungsgrenze, da wird die Luft dann dünner. Dann gibt es dann auch schon mal Nachfrage. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich habe schon Nachfragen gehabt. Und das ist doch ganz logisch. Weil dann hat man natürlich Angst. Gut, zurück, bevor ich jetzt an Rico weitergehe. Jetzt möchte ich ganz kurz noch abhaken und dann übergebe ich gleich an Rico und dann werde ich nachher noch mal ganz kurz zum Ende was sagen. Bitte in diesem verschuldeten Geldsystem keine Schulden machen, weil im Rahmen einer Währungsreform könnte es sein, dass die Schulden aufgewertet werden. Bis jetzt war es immer so. Wenn es anders sein sollte, wir arbeiten daran, dann könnte es sogar so sein, dass im Rahmen eines tatsächlichen Staatsbankrottes, also einer Annullierung aller Schulden, tatsächlich sogar auf der einen Seite die Schulden zumindest des Staates weg sein könnten, dadurch natürlich sämtliche Preise durch den Zinsanteil für alle Konsumgüter reduziert würden, auch das wird gleich Thema sein, und dass wir dann eben halt auf der anderen Seite die Staatsschulden weg, aber die Guthaben, die Sparvermögen der Kunden nicht enteignet werden. Das ist die Kunst eines geordneten Staatsbankrotts. Ich möchte, dass wir lernen, den Begriff Staatsbankrott endlich salonfähig zu machen, dass wir darüber diskutieren, nicht, oh Gott, wir dürfen keinen haben, sondern lasst uns darüber reden, wie er stattfinden soll, denn der kommt 100%. Ist beweisbar. Mathematisch bis ins Detail beweisbar. Da können wir jetzt 3 Stunden hinten ran, den kann Rico Albrecht noch besser als ich. Aber wenn dieser Staatsbankrott denn kommt, dann sollte es vielleicht so sein, dass wir uns alle darauf freuen und nur wenige vielleicht ein bisschen langes Gesicht machen. Aber wenn beispielsweise jemand, der mehrfacher Milliardär ist, der tatsächlich sagt bei irgendeiner Geschichte, ich verliere jetzt 1 Milliarde. Wissen Sie, es gibt Menschen, die würden ihren Lebensstandard nicht einen Millimeter einschränken müssen, wenn sie 1 Milliarde weniger hätten. Die würden noch kein bisschen besser leben, wenn sie jetzt 1 Milliarde mehr hätten, weil das würden sie gar nicht merken, außer auf irgendeinem Flachbildschirm. Und wenn wir diesen Leuten klar machen, dass sie sich ja rechtlich im sauberen Bereich bewegen, rechtlich, ja, wenn man das Recht nennen will, hat aber nichts mit Gerechtigkeit zu tun, das ist was anderes. Es geht also nicht darum, den Menschen, die die Systeme nutzen, zu verurteilen, sondern uns alle auch mal die Frage zu stellen, warum lassen wir das eigentlich alle zu? Und dann ist die zweite Frage, wie kriegen wir es friedlich hin, dass wir versuchen zu erkennen, dass wir möglichst einen gleichmäßigen Wohlstand haben sollten, dass es übrigens auch dem Reichen wieder besser geht. Denn die sitzen auch bei ihren Therapeuten. Die haben eigentlich keine Verelendungsangst. Bloß wenn sie sich mit denen unterhalten, und ich kenne so ein paar Leute, dann werden sie feststellen, doch, die haben doch Verelendungsangst. Ob sie 10 Millionen haben, 1 Million, 10.000 gar nichts oder 20 Millionen oder 100 Millionen. Alle haben irgendwie die gleiche latente Verelendungsangst dabei. Es ist unvorstellbar für denjenigen, der sich nicht 1 Million vorstellen kann. Aber für denjenigen, der 10 Millionen hat, für den ist es nicht vorstellbar, dass einer mit 100 Millionen Verelendungsangst hat, weil er mit 10 Millionen hat sie noch. Und das ist immer eine Frage der Relation. Und diese ganzen Systeme sind uns vorgegeben, die sind dogmatisiert, die sind uns in den Indoktrinierungsanstalten eingepfercht worden, eingeimpft worden, weil wir nicht frei sind, weil wir keinen Voluntarismus haben, weil wir werden verpflichtet, in die Schulen zu gehen und das Zeug zu lernen, was wir lernen müssen. Das ist nicht das, was wir brauchen, sondern was uns das System vorgibt. Das haben wir zu lernen. Wir glauben zwar, dass Strom aus der Steckdose kommt und eine Kuh ist lila, aber wir können irgendwelche komischen arithmetischen Dinge machen und wir haben bereits im Gymnasium in der 11. Klasse einen von der Sparkasse, der kommt und erklärt uns Wirtschaft anhand von Börsenspielchen. Die Absurdität ist perfide und das gilt es zu hinterfragen. In den Universitäten, wenn wirklich jemand anfängt, frei zu denken, die Professoren, und ich kenne selbst sehr viele, ich bin ja nun selbst dort und unterrichte sehr viel, dann sage ich Ihnen ganz ehrlich, die meisten sind hochgradig unglücklich darüber, über das, was da läuft. Hochgradig. Aber sie haben auch Angst, Verelendungsangst. Der Professor ist nämlich auch nicht irgendwie ein reicher Mensch und der einfach so wie ein Held durch die Gegend läuft und alles versteht. Das ist ein Experte für einen ganz kleinen Bereich. Der hat die großen Zusammenhänge meistens auch nicht verstanden. Das sind nur wenige. Leute, die frei sind. Michael Vogt ist frei.
Der versteht die Zusammenhänge natürlich, weil er frei sich bewegen kann. Ich verstehe sie, denke ich mal, auch relativ gut. Ich halte mich für relativ verständlich. Ich würde mir nie anmaßen zu sagen, ich habe das alles verstanden. Aber eine ganze Menge schon. Aber solange ich noch Vorstand war, anerkannter war, als ich es heute bin ich ja auch der, wie heißt das so schön, spiel nicht mit den Schmuddelkindern Typ. Ja? Und das Problem ist, ich bin ja auch Nestbeschmutzer, weil ich war Vorstand. Ja? Motorboot und alle solche Sachen und Jaguar. Ich habe das auch mal alles gehabt. Ich habe nichts ausgelassen, um mich lächerlich zu machen. Aber ich fand das wichtig damals. Ich meine das nicht böse für diejenigen, die jetzt einen Jaguar fahren. Die bitte ich um Nachsicht. War eine tolle Zeit mit meinem VW Caddy. Den Motor hatte ich damals im Scheibenwischer mit 80 PS. Das ist einfach so. Aber man verändert sich auch. Und das ist kein Angriff, weil jeder soll seinen Weg machen. Auch das bitte nicht falsch verstehen. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt ist man einfach irgendwie freier. So, kurz abzuschließen, damit Sie jetzt hier Ihre Informationen, ich habe noch 5 Minuten Zeit, weil es jetzt später angefangen. Keine Schulden. Wenn Sie Immobilien kaufen, kurze Sache, Immobilien, ja, nicht in Europa. Ja, da halte ich momentan relativ gefährlich. Also ich finde das ja wahnsinnig spannend, dass momentan Herr Obama gesagt hat und auch verschiedene andere sachverständige Ökonomen dieser Zunft, dass man Angst davor hat, dass die europäische Krise nach Amerika überschwappen könnte. Wissen Sie, es gibt selten Momente, wo ich Luft hole und mich setzen muss. Das war so ein Moment. Wo ich wirklich gedacht habe, einen kurzen Augenblick müssen wir uns wirklich wundern, wenn irgendeiner mal anfängt, zieht eine Knarre und mäht alles um sich herum, weil er einfach durchknallt, weil er den Wahnsinn nicht mehr ertragen kann und er zwischen den Zombies sich bewegt. Hat nicht jeder schon mal diese dramatische Situation, dass er gehabt, dass er gesagt hat, ich gehe da jetzt einfach rein und ich jetzt alles weg. Ich kann es verstehen. Ich weigere mich, das zu machen und verachte Gewalt zutiefst. Aber die Impulse kann ich verstehen. Natürlich. Wenn Sie da wirklich mit so einem halbseidenen Menschen zu tun haben, der irgendeine Behörde vertritt, ja, und eigentlich überhaupt keine Ahnung hat von dem, was er dort tut, außer mich zu behindern in meiner Arbeit. Wenn ich mich hinstelle und ich sage, ich finanziere privates Vermögen für meine Tierschutzorganisation und dann sagt er, wo ist das Vermögen geblieben? Ich sage, in meinen Tierschutzorganisationen. Und ich sage, wo sind die Quittungen? Ich sage, welche Quittungen? Das geht sich doch gar nicht an, was ich privat mache. Ja, Sie müssen das doch irgendwo absetzen. Ich sage, nein, ich habe das nicht abgesetzt. Glauben Sie mir doch eh nicht, was ich da alles reinbutter. Ja, aber Sie wollen doch nicht sagen, dass Sie Ihr Geld verschenken. Habe ich gesagt, dass Sie sich das nicht vorstellen können, wundert mich nicht. Aber es gibt Leute, die sind so. Ich gehöre auch dazu. Nicht, weil es mir so wahnsinnig gut geht, aber mir geht es gut genug, vernünftig leben zu können. Ich kann wirklich ordentlich leben. Ich brauche nicht mehr, als ordentlich zu leben. Ich habe alles, was ich habe. Ich bin gesund. Ich habe 2 erwachsene Söhne, 29 und 30. Ich habe 3 Enkel. Die älteste ist 6. Und ich mache mir Sorgen. Meine Alternative wäre jetzt, auf dem Golfplatz zu stehen und da rumzuhängen. Und ich greife auch die Golfspieler jetzt nicht an. Aber für mich ist das nichts. Man muss sich einfach nur mal die Frage stellen, warum stellt der Pop sich da eigentlich hin und ruiniert so seinen Namen im Mainstream? Was ist seine Intention? Ist er sadomasochistisch veranlagt? Oder? Ich stehe ja unheimlich auf Strapse, aber meine Frau sagt, das steht mir gar nicht. Ich wollte nur wissen, ob Sie noch wach sind. Auf jeden Fall. So, okay. Ja, Sie müssen jetzt die Bilder wieder rauskriegen. Es ist jetzt... Genau, okay. Also Immobilien, das müssen wir schneiden. Immobilien. Also Grund und Boden zum Beispiel, ja,
Grund und Boden, Sie wissen, ich bin in Kanada, übrigens an der Ostküste Kanadas. Es gibt auch viele andere Länder. Ich bin nach Kanada gegangen, nicht weil ich das nur toll finde. Ich hätte es mir auch gekauft, wenn es nicht toll wäre. Aber in Deutschland ist die Eigentumsfrage relativ kritisch. Zweitens, die Frage der Immobilienpreise ist extrem kompliziert geworden. Das heißt, die Immobilien werden aus meiner Sicht dramatisch preislich verfallen, auch in den Ballungsgebieten, die momentan noch massiv steigen. Das hängt, sehen Sie sich gerne meine Vorträge an, zum Beispiel Mannheim, Vortrag. Ich will das nicht alles wiederholen, weil dann kennen Sie alles, was Sie sowieso sehen sollen oder sehen können, das auf den Seiten ist. Der letzte Vortrag in Mannheim, AZK, sind, glaube ich, auch so ein paar Dinger drin, was man mir auch schon wieder ganz groß vorwirft, obwohl die nicht eine Sekunde Einfluss auf mich genommen haben. Ich habe Ivo Sasek kennengelernt. Mich interessieren Dinge aus den irgendwelchen Medien überhaupt nicht, aber was mich interessiert ist, wie ist der Mensch? Und ich gucke ihn in die ganz klaren Augen und ich sehe, wie er spricht. Ich sehe, was er sagt und ich sehe vor allem, dass er mich nicht einmal im Ansatz fragt, was ich sagen werde. Es reicht ihm eine Empfehlung, dass man gesagt hat, der ist gut. Also wenn ich solche Interessen vertreten würde als Guru oder als sonst was, was man den Leuten vorwirft, das können für mich nur noch Schmutzkampagnen sein, weil ich ihn kennengelernt habe. Und ich habe festgestellt, null Einflussnahme. Es war einfach nur eine friedliche und tolle Veranstaltung. Ja, dazu stehe ich. Egal, was man ihm da vorwirft. Ich bin keiner von seinen Geschädigten. Ich kann auch nichts Negatives dazu sagen. Es ist aber auch nicht meine Frage. Ich kann ihn auch nicht beurteilen. Aber wenn ich eins verstanden habe, dann interessiert mich so ziemlich gar nicht das, was in den auch alternativen Medien, das ist ja das Schlimme, dass Gleichgesinnte untereinander sich sogar bekämpfen. Das ist das Allerschlimmste für mich. Das System funktioniert. Dass Leute diskutieren momentan, sagen, ja, euer Plan B ist ja ganz schön, aber wir könnten ja vielleicht noch ein bisschen anders und das ist falsch und wir brauchen ein goldbasiertes System. Wir haben einen gehabt, der gesagt hat, das ist völlig verantwortungslos, was der Pop da erzählt. Wir brauchen ein völlig anderes Geldsystem. Das, was der favorisiert, ist doch völlig falsch. Dann stehe ich immer da und sage, Kinders, habt ihr nichts anderes zu tun? Wir haben 1000 verschiedene von Modellen in den Archiven der Universitäten und unser Anspruch ist nicht, ein weiteres hinzuzufügen. Wir wollen endlich etwas verändern. Alles ist besser als das jetzt. Das müssen wir erkennen. Es ist wirklich alles besser. Noch ein Fukushima, noch so eine mexikanische Ölplattform, die uns um die Ohren fliegt, die verkraftet die Erde nicht mehr. Das Spiel ist langsam zu Ende. Deshalb werde ich auch so deutlich. Bring mich damit auch bewusst in Gefahr. Das macht mir keinen Spaß. Ich habe nur schlicht und ergreifend Angst um meinen Nachfolger. Das ist mein ganzer Ernst und um nichts anderes geht's mir. Deshalb stehe ich hier und nicht auf dem Golfplatz. Also, wenn Sie Fragen haben dazu, fragen Sie mich gerne. Jetzt wird meine Zeit langsam eng. Jetzt gibt es vielleicht Ärger. Ganz kurz möchte ich noch die Edelmetalle ansprechen. Das ist für mich nochmal, das soll Edelmetalle heißen, hier so ungefähr. No. Ich bin Waldorfschüler, da kann ich besser malen mit Wachskreide. Es ist, das nennt man Metall, das sieht aus wie mit 2T, ist wahrscheinlich auch das Metall. Ist aus der Zeit, als ich noch Fleisch gegessen hatte, da gab es noch das Met. Es ist, nun beruhigen Sie sich. Viele sagen, Edelmetalle sind momentan völlig überpreist. Nein, die sind nach wie vor unten. Die Preise sind eigentlich noch gar nicht gestiegen, nur das Geld ist gefallen. Das ist alles. Wenn ich immer noch für ein Kilo Gold, wenn ich für ein Kilo Gold vor 3 Jahren 15.000 Euro auf den Tisch gelegt habe und ich muss heute 40.000 auf den Tisch legen, lege es immer noch dasselbe Kilo Gold, kann ich daraus wirklich schließen, dass das Gold sich verdreifacht hat oder sich das Geld gedrittelt. Ich glaube, zweites ist vielleicht ein bisschen simpler. Wir erkennen dort nur eine Realinflation wieder, die wir bei anderen Bereichen wie Gütern nicht finden, weil ein Großteil des Geldes im Casino-Kapitalismus, zu dem wir vermutlich alle keinen Zugang haben, bis auf die Eingeschleusten vielleicht, die hier sein sollten und mal hören, was der Gegner so sagt vom Verfassungsschutz, falls einer hier sein, herzlich willkommen nochmal an der Stelle, falls jemand vom Verfassungsschutz hier sein sollte. Nein, da freue ich mich drüber und ich bitte von ganzem Herzen, das sehr ernst zu nehmen, was ich zu sage und genauen Bericht abzuliefern, denn ich erwarte Ihren Einsatz langsam. So, meine Damen und Herren, wenn Sie Fragen dazu haben, ich bin heute Abend, wir treffen uns unten, glaube ich, beim Essen. Maja ist richtig unten, ne? Das ist wunderbar. Ich werde an jedem Tisch noch mal rumlaufen. Ich werde relativ wenig essen. Jeder hat auch die Möglichkeit, mit mir noch mal ein paar Worte zu sagen. Und damit übergebe ich jetzt erstmal Pause oder gebe ich Pause. 5 Minuten Pause, 10 Minuten Pause. Kaffee ist da, wunderbar. Geht gleich weiter. Danke.